Was glauben Sie denn, wie aufnahmefähig dieses Land überhaupt ist oder Europa ist, ohne dass wir darunter einfach verschwinden? Willkommen bei Ach gut Pogo, dem Bewegtbild der Achse des Guten. Monika Maron gilt als streitbare Schriftstellerin und heutzutage kann es ja schon für Erregung sorgen, wenn Schriftsteller mal ein klares, kritisches Wort sagen. Was einst in einem freien Lande als selbstverständlich galt, ist heutzutage manchmal schon anrüchig. Auch auf der derzeit laufenden Leipziger Buchmesse ist dieser Klimawandel leider wieder zu spüren. Dort hat Monika Maron ihr Buch »Munin oder Chaos im Kopf« vorgestellt. Manche Kritiker warfen der Autorin vor, in ihrem Werk eine falsche Gesinnung, nämlich ihre eigene, zu verbreiten. Dabei geht es in dem Werk um Nachbarschaftskonflikte während der Arbeit einer Autorin an einem Werk über den 30-jährigen Krieg und ihre Gespräche mit einer Krähe. Und weil das alles auch mit dem Zeitgeschehen zu tun hat, gilt das Buch manchem nun als umstritten. Was sagt die Autorin dazu? Wenn man das Buch liest, dann ist es ja eigentlich, so ging es mir, weniger das Chaos im Kopf, sondern es beschreibt in einer für mich angenehm leisen Form ja das Chaos, was wir gerade so erleben, so in so einem Mikrokosmos dieser kleinen Straße. Naja, es ist ja eben wirklich Chaos im Kopf. Einmal im Kopf der Sängerin, um die ja vieles in diesem Buch geht, die alle anderen Leute verrückt macht, weil sie auf ihrem Balkon steht und von morgens bis abends laut und falsch singt. Es ist auch zunehmendes Chaos im Kopf der Erzählerin, die ja vor dieser Sängerin flüchtet in die Nacht, also die lebt nur noch nachts, am Tag schläft sie, wenn es geht, schreibt an einem Aufsatz über den 30-jährigen Krieg, also wo sie wieder mit Chaos konfrontiert ist, und wird bedrängt von den Nachrichten des Tages. Und da braut sich einfach auch in ihrem Kopf etwas zusammen. Und auch eine bestimmte Sehnsucht nach Chaos sogar. Also wie gesagt, das Gespräch mit ihrer Freundin, in dem sie davon spricht, dass Chaos im Kopf einfach auch die Gedanken verändert. Also man kommt auf andere Ideen. So Chaos im Kopf, damit hebelst du jede Ordnung aus, sagen die. Also eine gewisse Sehnsucht sogar nach dem Chaos, um sich zu erlösen vom täglichen Chaos, vom alltäglichen Chaos. Und insofern braut sich da einiges an Chaos zusammen, ja. Ein wenig scheint es ja, dass die unterschiedlichen Reaktionen, die das Buch auslöst, auch zeigt, in welche Richtung und auch mit welchen Ängsten das Chaos in manchen Köpfen behaftet ist. Ja, sicher. Also wir werden ja alle bedrängt von den Nachrichten des Alltags. Und man hat so das Gefühl, eine gefügte und gewohnte Ordnung löst sich allmählich auf. Und es dringt etwas ein, wovon man noch gar nicht genau weiß, was es wird, wohin es führt. Nur es kommt den meisten Menschen irgendwie bedrohlich vor. Und das ist ja nicht nur das, was in unserer Nähe geschieht, das sind auch die Weltnachrichten. Also da ist auch die Parallele zum 30-jährigen Krieg. Also kreuz und quer verlaufende Fronten. Man weiß nicht mehr, wer mit wem da eigentlich kämpft. Und diese Unordnung in der Welt und in der eigenen Umgebung wirkt bedrohlich. Und ja, man kriegt die eigene Ordnung im Kopf dann auch nicht mehr zusammen. Trotzdem ist natürlich gerade die Folie des 30-jährigen Krieges eine durchaus sehr interessante und sehr passende, wenn man sich jetzt so mit den jetzigen Zeiten auseinandersetzt. Also das muss ich sagen, das ist mir dann wirklich selber so gegangen, das ist beängstigend. Also ich musste mich ja nun mit dem 30-jährigen Krieg befassen und man muss ja, um da ein paar Sätze in so ein Buch zustande zu bringen, muss man ja sehr viel mehr lesen, bis man endlich gefunden hat, was man gebrauchen kann. Aber was da an Parallelen sich so aufdrängte, also diese Religionskriege zum Beispiel, dass einem da einfach auch die Parallelen aufgehen, zum Beispiel zu diesen vielen jungen Männern, die da irgendwo in Afrika oder Asien ranwachsen
und für die dort niemand Verwendung hat, weil es viel zu viele sind. Und die dann eben auch sich einen Lebensinhalt und ein Lebensauskommen suchen. Also nach dem, was ich gelesen habe zum Beispiel, haben sie keine andere Möglichkeit. Entweder sie versinken in der Kleinkriminalität oder opfern sich für eine Sache und werden Krieger dieser oder jener Partei. Aber sie finden nicht in ein ziviles Leben, weil sie nicht heiraten können, weil sie keine Arbeit haben. Und so, also das sind Zustände eigentlich, die ähnlich sind denen in Europa vor 400 Jahren. Und insofern war der 30-jährige Krieg, also nachdem ich darauf gekommen war, dass ich den in meinem Buch brauche, wirklich eine dankbare Folie für das Erzählen, ja. Bevor ich es gelesen hatte, war ich ja durchaus gespannt, wie abgedreht würde denn die Situation des Dialoges mit der Krähe sein. Ich war erstaunt, wie wunderbar das geht, dass es überhaupt nicht abgedreht wirkt. Wieso ein Dialog mit der Krähe? Also die Entstehung dieses Buches war auch für mich sehr seltsam. Eigentlich kam mir irgendwann mal die Idee, ich schreibe mal irgendwas Kurzes, nächtliche Gespräche mit dem Hund. Dann habe ich gedacht, ich kann nicht schon wieder einen Hund im Buch haben, weil hatte ich schon zweimal. Und habe gedacht, welches Tier ist denn eigentlich noch wirklich literaturfähig? Und dann kam ich auf die Krähe. Dann wandelte sich aber mein ganzes Vorhaben, das Buch betreffend. Und die Krähe ist ja eigentlich, am Ende des Buches erfährt man ja auch, ich verrate, dass das die Krähe in Wirklichkeit gar nicht gesprochen hat. Sondern sie hat die Krähe sprechen hören. Und eigentlich ist es ein Selbstgespräch zwischen dem zivilisierten, vernünftigen Menschenanteil und unserem kreatürlichen, tierhaften Anteil in einer Person. Und dann versuche ich eben diese beiden menschlichen, im Menschen lebenden Anteile miteinander ins Gespräch zu bringen. Es geht ja jetzt darum, diskutiert man über ein Buch und kann sich darüber auch streiten oder wird das Buch politisch angegriffen und wird der Erzähler gleich, also der Autor gleichgesetzt mit dem erzählenden Ich in dem Buch. Da kann es dann schon manchmal unangenehm werden. Und da ich so ein paar Essays geschrieben hatte, die den Leuten dann gleich einfielen, ja, Frau Maron hat das ja schon selber irgendwo geschrieben, dass sie die Migrationspolitik falsch findet oder so. Also da finde ich es einfach nur unqualifiziert. Also weil man muss so ein Buch schon für sich nehmen und man muss die erzählende Figur im Buch von der Autorin trennen. Also ich finde ja gerade den Unterschied interessant, weil die Protagonistin im Buch ist ja eher, so habe ich es zumindest gelesen, gehört ja eher zu denen, die Dinge zwar wahrnehmen, die Dinge auch mit wachsendem Unbehagen wahrnehmen, aber eigentlich gar nicht unbedingt, die es gar nicht unbedingt danach drängt, eine klare Haltung dazu zu beziehen. Im Gegenteil, die will sich heraushalten, nicht? Die sieht zwar, das machen die eine Partei, das macht die andere Partei und zu Recht gehört sie zu keiner von beiden und nun hat sie auch einen guten Grund, sich dem zu entziehen, denn sie muss ja diesen Aufsatz schreiben. Aber sie ist keine Aktionistin in der Geschichte, überhaupt nicht. Worauf es mir auch vor allem ankam, war, dass eine allgemeine, diffus empfundene, unangenehme, bedrohliche Stimmung, wie die sich ins Alltagsleben schleicht, ohne dass das eine mit dem anderen eigentlich zu tun hat. Wie die Leute gereizt werden. Also mir hat zum Beispiel mal unser Paketbote hier, zu dem ich ein freundliches Verhältnis habe, weil ich immer zu Hause bin und er bei mir viel abgibt, was auch für andere Leute ist, der sagte mir eines Tages völlig unvermittelt, ein ganz netter Mann, sagen Sie mal, Frau Maron, was ist eigentlich los mit den Leuten? Keiner lächelt, alle sind unfreundlich, also... Da hatte ich das schon geschrieben. Ich war sehr froh, dass ich von dem auch noch so eine Bestätigung kriegte. Und der muss es ja wissen, weil der ist ja jeden Tag mit allen möglichen Leuten zusammen.
Und da sagte der so ganz aus dem Stand, was ist bloß los mit den Leuten? Ja. Und dass so eine große politische Situation Einfluss hat in die kleinen Verästelungen des Alltagslebens, das habe ich versucht zu erzählen. Und ich glaube, es ist irgendwie auch gelungen, ja. Also es ist gelungen. Man hat in dem Buch auch die Szene, die man ja inzwischen, was ich auch so kenne, so dieses auch aus dem Osten kommend, plötzlich vor einigen Jahren tauchte wieder diese Situation auf, dass man dieses Gesprächsklima erlebte, dieses Abtasten, kann man mit dem offen reden. Und wo es mir ganz genau so ging, wie ich es dann auch wieder las, ich hatte ja nie geglaubt, dass ich das nochmal erleben muss. Ja, das kenne ich auch. Also, und das ging genau 2015 los, als wirklich auch Freundschaften zerbrachen, als es Streit in den Familien gab und Leute sich auch angewöhnt haben, mit bestimmten Leuten über bestimmte Themen nicht zu reden. Und ich glaube, dass das im Begriff ist, etwas aufzubrechen. Das heißt, auf der einen Seite polarisiert es sich, indem es also nun Leute gibt, die auf die Straße gehen und andere Leute, die dagegen demonstrieren. Aber es wird, jedenfalls ist das mein Eindruck, im Augenblick mehr ausgesprochen, auch in den Zeitungen, als noch vor einem halben oder ganzen Jahr. Weil sich diese Stimmung dauerhaft nicht unterm Deckel halten lässt. Wenn, sagen wir mal, eine Menge an Migranten, Zuwanderern, welcher Art auch immer, in ein Land kommt und das Land dadurch überfordert ist, also mehr kommen, als man integrieren und assimilieren kann, dann gibt es ein Misstrauen zwischen erstmal den verschiedenen Gruppen, den Einheimischen und den Einwanderern. Aber dieses Misstrauen setzt sich fort und dringt also breitet sich auch innerhalb dieser Gruppen aus. Und ich denke, diese Phase haben wir längst überschritten. Also es gibt ein Misstrauen gegen Politiker, es gibt ein Misstrauen gegen Institutionen, Misstrauen gegen Zeitungen und ein Misstrauen auch untereinander. Kann ich mit dem reden, kann ich mit dem nicht reden oder will der mich überhaupt verstehen oder bin ich sofort ein Nazi, wenn ich irgendwas sage? Und ich denke nur, je mehr das wird und je offensichtlicher das wird, dann sehen die einen nur eine Gefahr. Aber es ist auch die Möglichkeit, endlich wieder zu reden und zu sagen, was man nicht unterm Deckel halten kann, muss eben besprochen werden. Ja. Und irgendwie auch gelöst werden. Oder wenigstens muss was unternommen werden, um das Problem einzudämmen. Und ich denke, dass wir eigentlich, wenn sich genügend Leute einfach nur trauen, da sind, dass man das Gespräch darüber auch erzwingen kann. Wir brauchen mehr Leute, die sich trauen, zur Not auch eine Harmonie zu stören. Und so viel Harmonie ist einschläfernd, langweilig und macht schlechte Laune. Das war das Ach gut Pogo-Gespräch mit Monika Maron. Ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder. Am besten, Sie abonnieren unseren YouTube-Kanal. Und Förderer sind uns natürlich jederzeit willkommen.